So Leute, es tut sich was auf dem Transfermarkt. Schalke 04 steht vor der Verpflichtung von Sebastian Polter vom VfL Bochum. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update auf Königsblau TV. Wenn dir der Kanal gefällt, lass gerne einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Jawohl, also Sebastian Polter steht kurz vor einem Wechsel zu Schalke 04. Er wird 2 Millionen Euro ungefähr an Ablöse kosten. Ja, die genauen Zahlen werden natürlich nicht immer veröffentlicht. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sie sich in dem Rahmen beträgt. Denn Sebastian Polter hat einen Marktwert von 2,2 Millionen Euro. Und Eintracht Frankfurt ist sich angeblich auch schon mit Bochum einig gewesen im Vorfeld zu einem Transfer. Und dort sollten es auch 2 Millionen Euro sein. Ich denke, da wird es sich auf jeden Fall dann pendeln. Kurz zu Sebastian Polter, er ist 31 Jahre alt, 1,92 Meter groß, sehr torgefährlicher Spieler, hat sehr oft in seiner Karriere auch zweistellig getroffen, ja, meistens so im unteren zweistelligen Bereich, das heißt so 10 bis 15 Tore. Hat allerdings auch schon für viele unterschiedliche Vereine gespielt, ja, ist schon in der Eredivisie, in der ersten holländischen Liga unterwegs gewesen, in der zweiten englischen Liga, in der zweiten Bundesliga, Bundesliga hat er gespielt. Sehr erfahrener Mann, ja. In der Vergangenheit für Wolfsburg, Union Berlin, Bochum, ja, you name it, unterwegs gewesen. Auf jeden Fall wird der Mann, ja, auf jeden Fall dann für uns wahrscheinlich auf teure Jagd gehen. Die Bild-Zeitung, wie gesagt, ist sich sehr, sehr einig, dass sich die Parteien jetzt gerade geeinigt haben, dass es jetzt zu einem Transfer kommen wird. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber. Mich hat ein kleiner Punkt, hat mich tatsächlich verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt mit Sebastian Polter jemanden mit 31 Jahren verpflichtet, der uns noch 2 Millionen Euro Ablöse kostet. Demgegenüber haben wir den Darko Chulinov nicht verpflichtet, bei dem ich durchaus also sehr viel mehr Marktwertpotenzial sehe, was ja auch oft von unserem Verein wirklich proklamiert worden ist. Wir möchten wirklich darauf achten, dass wir ein ausgewogeneres Verhältnis finden zu Spielern, ja, ich sag mal in Sachen Marktwert und vor allen Dingen Marktwertpotenzial. Das ist bei dem Spieler jetzt nicht gegeben. Ne? Sebastian Polter, wenn wir in Zukunft nicht nochmal teurer verkaufen können, es sei denn, der fängt jetzt plötzlich an zu treffen wie Lewandowski. Das hat mich tatsächlich gewundert. Ja, ich meine, man soll den einen, man kann nicht immer den einen Transfer mit dem anderen vergleichen. Das ist auch ganz klar. So Darko Chulinov spielt ja auch letztendlich eine andere Position, kann zwar auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Allerdings, ja, schwieriger Vergleich an dieser Stelle, merkt ihr selber schon. Aber ja, das wollte ich nicht unbemerkt gelassen. Ja, dennoch, wie gesagt, ich freue mich über Sebastian Polter. Ist auf jeden Fall ein sehr feiner Kerl, einer, der schon viel rumgekommen ist, einer mit sehr viel Erfahrung. Ist letztes Jahr ja auch nicht abgestiegen mit Bochum und genau das ist unser Ziel für in der nächsten Saison. Und deswegen ist das auf jeden Fall einer, der definitiv die richtige Mentalität auch mitbringen, um uns weiterzuhelfen in der folgenden Saison. Ja, okay, ihr merkt es schon, ich rede heute ein bisschen schneller als sonst, ich bin gehypt, ich habe Bock, warte immer noch auf Verkäufe, ja, aber gut, wird wohl kommen, ne? Wird wohl passieren. Ozan Kabak gibt es noch nichts Neues tatsächlich, letzter Stand ist 6 Millionen Ablöse, ist abgelehnt worden von Schalke 04, mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, Leute, macht es gut, genießt den Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.